Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Gate to the Games zum letzten Pokémon TCG Sets des nicht mehr aktuellen Spiels Pokémon Schwert und Schild. Wir befinden uns im Zenit der Könige, Crown Zenit auf Englisch, und wir machen natürlich die Trainerbox auf. Ich habe noch zwei Kollektionen hier neben mir stehen, und dieses Set ist wohl das gehypteste Set seit Jahren, denn es beherbergt so viele Charakter. Artwork, Pokémon-Karten, es gibt Goldkarten von Arceus und Co., von Arceus, Dialga, Palkia und Giratina. Also wir können hier wirklich hoffen, dass wir was richtig, richtig Cooles draus ziehen. Zudem habe ich mir sagen lassen, dass wohl in dieser Box eine coole Promo-Karte drin ist. Und wir gucken uns erstmal kurz das Set an. Blätter doch mal durch. Ihr wisst, Top-Trainer-Boxen, hier, das sind die Goldkarten, von denen ich gerade geredet habe. Das sind aktuell die teuersten Karten im Set. Ja, Cynthia-Karte wäre cool zu ziehen. Was wäre denn noch cool zu ziehen? Also Cynthia Card auf jeden Fall, ihr wisst, ich liebe Cynthia. Da habe ich hier noch gesehen, die Pokémon Artworks sehen sehr, sehr cool aus. Was haben wir noch? Riolu, Miltank. Ja, natürlich Freunde von Hisui. Most Wanted Karte und Freunde aus Sinnoh, ebenfalls Most Wanted Karte von mir. Ansonsten bin ich zufrieden mit dem, was ich ziehe. Ich bin echt sehr, sehr leicht zufriedenzustellen bei dem Set. So ein paar Karten hätte ich schon gerne. Aber so Freunde aus Hisui und Freunde aus Sinnoh und Cynthia wären schon meine Most Wanted Karten. So. So sieht die hübsche, wirklich sehr, sehr hübsche Box aus. Und wir gucken mal rein, was da drin ist. Übrigens Lucario. Eines meiner Lieblings-Pokémon, wahrscheinlich von vielen von euch ebenfalls. Sehr coole Sleeves. Code-Karte ebenfalls dabei. Eine wirklich verdammt coole, die wir uns gleich angucken, verdammt coole Lucario V-Star Promo-Karte. Energiekarten sind wir immer mit drin. Decktrenner sind wir immer mit drin. Schadensmarken. Sowie unsere Würfel. Und wir haben insgesamt drin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Booster Packs vom Zenit der Könige Set. Also sehr, sehr cool. Kann man auf jeden Fall machen. Gönnt ihr euch. Link in der Beschreibung. Genauso wie zu allen anderen Zenit der Könige Produkte. Packe ich euch mal unten rein. Finde ich richtig cool. Also Lucario liebe ich abgöttisch. Ne? Richtig cooles Pokémon. Und es wurde Zeit, dass man dieses Pokémon in eine Top Trainer Box ziert. So, dann haben wir Lucario V-Star vom Typ Kampf mit 72 KP. Mit dem Kampfknöchel 120 Schaden plus für einmal Kampf 2 Farblos. Wenn das aktive Pokémon deines Gegners ein Pokémon wie ist, fügt diese Attacke 120 Schadenspunkte mehr zu. Und als V-Star Power Aura Stern 70 Schaden mal einmal Kampfenergie, einmal Farblos. Diese Attacke fügt für jede an alle Pokémon deines Gegners angelegten Energien 70 Schadenspunkte zu. Holy moly. Ja, ihr wisst, wie es läuft, Leute. Promokarten sind cool und sie sollten auch auf jeden Fall gewürdigt werden. Deswegen packen wir die Promokarte jetzt einfach mal so, wie sie ist, in den Toploader. Die wird also nicht ausgepackt und nicht gesleeved. Die kommt so, wie sie ist, jetzt in den Toploader und bleibt da auch drinnen und chillt da ihr Leben in meiner Sammlung. So, noch ein Stückchen nach unten schieben. Die hübsche. So. Sehr schön. Coole Karte, allein schon dafür hätte es sich bei mir gelohnt, weil ich fand die so cool, als sie vorgestellt wurde. Richtig geil. So, wir haben jetzt hier kein anderes Artwork, deswegen nehmen wir einfach mal die goldene Mitte als Glückspack und wir gucken mal rein, was wir Schönes in unseren Openings drin haben. Wie immer alle Produkte in der Beschreibung verlinkt. Guckt da rein auf jeden Fall. Ich habe noch sagen lassen, dass das Gate to the Games Team wohl eine Top Trainer Box in ihren Short-Videos geöffnet hat und die wohl ziemlich gut gewesen ist. Die muss wohl ziemlich gut gewesen sein. Also guckt da mal rein in den Shorts von Gate to the Games auf TikTok, Instagram und natürlich auch hier auf YouTube. So, wir starten mit dem ersten Pack und den Energieumschalter. Rockheiman, Lunastein, Bidiza, Smogon, Molung, Fililu, Mavula, ein Reverse Pupanze, eine Grill-Cheetah V vom Typ Feuer mit 210 KP mit Attacken auflösende Macht, 20 Schaden, einmal Vollenergie.
Du kannst bis zu zwei Basisenergiekarten aus deiner Hand beliebig an deine Pokémon anlegen und der Flammenjongleur 90 Schaden plus für einmal zweimal farblos, einmal Feuer. Diese Attacke fügt für jede an das aktive Pokémon des Gegners angelegte Energien 30 Schadenspunkte mehr zu. Und wir haben noch eine Stahlenergie. So. Ich bin sehr gespannt. Dies habe ich natürlich auch hier schon vorbereitet. So. Ich bin sehr gespannt, was wir ziehen. Und ich möchte gerne wieder mehr ins Pokémon-TCG einsteigen. Ich habe gerade so wenig Zeit dafür. Wo gerade so viele coole Sets rauskommen. Das ist so schlimm. 1, 2, 3. Das nächste, oder das erste Karmesin und Popo-Set steht auch schon in den Startlöchern. Das ist so krass. Geht so schnell alles mittlerweile. So, Zwirklub. Metang. Übrigens, das neue Set hat nicht mal diese hässlichen gelben Ränder. Das ist cool. Die sehen aus wie die japanischen Karten. Finde ich sehr cool. So, Gladiantri, Zipurze, Plaudergei, Galar Pantimos, Sonnenkern, oh yeah, eine Voltilam. Boah, die sieht so cool aus. Und ein Luxtra als normale Rare. Oh, die Luxtra sieht auch sehr, sehr geil aus. Also, Luxtra Artworks können sie mittlerweile. Das läuft schon echt gut. Ja, ich pack die auch aus, weil das ein cooles Artwork ist. Ich krieg ganz schön Last davon. Das wäre cool. Ich mag schon Last. So, 1, 2, 3. Es geht weiter mit Amphira. Zwirklob. Metang. Gladiantri. Zirpurze. Plaudergei. Galapantimos. Sonnenkern. Einem Urbis Tangulos und einem Yanmega als normale Rare. Auch sehr cool. Yanmega, ein sehr, sehr nice Pokémon. Habe ich sehr gerne gespielt. So, nächstes Pack. Wieder ein Vierer. Sonderbonbon. Okay. Zwirklub. Oh wei. Hibiskus. Emolga. Yanma. Gladiantri. Oh, da haben wir schon Scherins Obhut. Nimm eine deiner anderen Fokus-Pokémon, auf dem mindestens eine Schadensmarke liegt und alle angelegten Karten auf deine Hand. Sehr schön. Und ein Volverock als normale Rare. So, erstmal eintüten den guten. Sehr cool. Gib mir eine Cynthia und ich bin glücklich. Oh, die Friends kommen, das wäre cool. Boah, das ist ja richtig cool. So, es geht wieder los mit dem Sonderbonbon. Luxio. Zaplalek, Gladiantri, Tangela, Pupanze, Galamauzi, Waymor, Kapufala, haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen, als Reverse und ein Relaxo als normale Rare. Boah, Kapufala, ey, das waren echt schöne Zeiten. Gerade wenn man so in diesen Pokémon-Videospiel-Sachen drin ist, vermisst man das Battling von Generation 7 sehr. Ohne diesen komischen Kampftimer. So, das nächste Pack startet mit einem Duflo. Superball, Georock, Iguana, Wally, Shinux, Pampam, Schnäppke. Oh, eine Kate mit Unterschrift. Sehr cool. Und eine Glurak V. Formtyp Feuer mit 220 KP. Ein Eschern, 90 Schaden, zweimal Feuer, einmal farblos. Bevor du Schaden zufügst, lege alle Pokémon-Ausrüstung vom aktiven Pokémon des Gegners auf seinen Ablagestapel und der Hitzestoß für viermal Feuer, dreimal Feuer Energie und einmal farblos rum. Dreimal Feuer, einmal farblos. Mit 180 Schaden. Krass, 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 krass. Das Schillernde, also das, ja, Schillernde. Radiant. Ja, jetzt heißt es Radiant. Das Radiant Glurak. Shiny Glurak.
gibt's auch in dem Set nochmal aufgelegt. Also, ich habe das schon gezogen am letzten Set. Vielleicht ziehen wir es jetzt nochmal. Wir machen weiter mit Girafarik. Pritzsiegel, Superball, Trank, Stollunio, Krebskorps, Energiesuche, Sichlo, Elisard Ultraverse und ein Luftsiegelstein als Holo. Krass, okay. Okay, das wusste ich nicht, dass irgendwas auch drin ist. Wir haben noch drei Booster Packs, mal gucken, ob wir noch einen richtig nice Pull hinkriegen. Wäre auf jeden Fall wünschenswert. 1, 2, 3. Wir machen weiter mit den Tracking-Schuhen. Freunde aus Sinnoh. Wir haben schon mal die normale. Ich hätte gerne die Full-Up davon. Stolrak. Bidiza. Molung. Felilu. Mabula. Algit. Oh, wir haben ein strahlendes Akkub. Sehr cool. Gerade mal vom strahlenden Glurak geredet und jetzt haben wir schon strahlende Akkub und ein Jan Mega als normale Rare. Ja, es langsam füllt es sich, ne? Ein Shiny, zwei V, eine voller Trainerkarte. Mal gucken, was noch so kommt. Wir haben noch zwei Boxen hier. Und das Glückspack liegt auch noch da. Von daher. So, Rettungsbox. Zaplalek, die Buddelbrüder. Waymer, Shinox, Ignivo, Myrapla, Europe, Energie zu gewinnen als Reverse und ein Zeraora als normale Rare. Schade, schade, schade. Aber jetzt im Glückspack kommt der Pull des Jahres. Ich sag's euch. Nein, kommt nicht. Sind wir ehrlich, der kommt nicht. Es ist selten, dass wir im Glückspack wirklich mal was Gutes drin hatten. Aber wir lassen uns überraschen. So, im letzten Pack starten wir mit einem Cesorio. Georock. Pokémon-Fänger. Riolu. Mangunio. Kikugi. Staralili. Der Tausch. Ein Zwirlicht. Und ein Sherox als normale Rare mit einem, ja, ich kann sagen, mit einem mit der coolsten Artworks von Sherox. Sieht auf jeden Fall richtig, richtig cool aus. Kann man also machen. Wird bestimmt, denke ich mal, auch irgendwann den Weg auf meine Thumbnails finden. So, das ist die Ausbeute. Unsere Promokarte, die wir immer drin haben, plus zwei Pokémon wie ein strahlendes Akkub, zwei Pokémon mit, ja, ich sag mal so, Full Art Artwork und einer Full Art Trainerkarte. Hätte besser sein können bei der Auswahl, die man hat an Pokémon da drin. Aber wir beschweren uns nicht. Ist trotzdem cool. Cooles Set. Also ich werde mal safe davon noch andere Produkte kaufen. Und wenn ihr das machen wollt, dann guckt in die Beschreibung. Da ist alles verlinkt. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Als nächstes haben wir noch die Regi Eleki und Regi Drago Boxen. Mal gucken, was da Schönes drin ist. Bis dahin. Haut rein. Und ciao.